Alles einfrieren, maximaler AOE-Schaden, extrem schnell und nahezu unsterblich. So würde ich den Frozen Orb-Zauberer in einem Satz beschreiben. Doch was macht ihn wirklich so stark und was ihr dafür benötigt, zeige ich euch in diesem Video. Bevor wir allerdings zu tief einsteigen, sprechen wir erst einmal über Pro und Contra. Er ist extrem schnell durch seinen Teleport und der sehr hohen Cooldown-Reduktion. Er hat einen einfachen und dabei auch spaßigen Spielstil, einen massiven AOE Clear Speed und friert zudem dabei auch gleichzeitig alles ein. Und das Beste daran ist, dass es bereits in der Levelphase und auch ohne Über-Unix funktioniert. Der Boss-Schaden steht hingegen ganz klar auf der Kontraseite, denn das ist auch der Grund, warum der Frozen Orb Zauberer derzeit in den mittleren 120er Grubenstufen festhängt. Ein weiteres Malus ist, dass das Gear extrem teuer ist. Kommen wir aber nun zu den Aspekten. Ganz wichtig ist, dass es natürlich auch ohne Über-Unix funktioniert. Allerdings werde ich das Bild mit Über-Unix erklären und die möglichen Alternativen aufzeigen. Wenn ihr unten in die Leiste geht, könnt ihr ganz einfach zwischen den Builds ohne oder mit Über-Unix hin und her stellen. Im Paragon ändert sich dabei nichts und im Skill Tree nur ganz minimal. Dazu komme ich dann aber an passender Stelle. Fangen wir an mit der Harlequin Quest. Jedes Bild, das auf Core Skills basiert oder allgemein auf Skillschaden basiert, wird eine Harlequin Quest als Über-Unix nutzen. Die plus 4 auf allen Skills ist einfach zu stark. Als Alternative könnt ihr die Godslayer Krone benutzen. In der Brust nutzen wir den Everliving Aspekt, denn der sorgt dafür, dass wir 25% weniger Schaden von Gegnern erhalten, die entweder verwundbar sind oder von Crowd Control Effekten betroffen sind. In den Stats nutzen wir die üblichen defensiven Stats, Intelligenz, Maximum Life, Armor. Nun zu einem der wichtigsten Ausrüstungsgegenständen, den Handschuhen. Denn hier ist das Plus zu Frozen Orb absolut must have. In den Hosen nutzen wir den Aspekt Konzentration, denn der sorgt dafür, dass immer, wenn wir ein Conjuration Skill nutzen, 25% weniger Schaden verursachen. Conjuration Skills sind zum Beispiel unsere Ice Blades oder unsere Hydra. Größter Vorteil hierbei ist, dass die Hydra keinen Cooldown hat, also immer alle 5 Sekunden platziert werden kann. Als Schuhe nutzen wir die ESOs. Solltet ihr noch keine ESOs haben, könnt ihr auch einfach Schuhe mit dem Geistwandler-Aspekt nutzen. Sowohl als auf unserer Einhandwaffe als auch unserer Offhand sollten wir unbedingt die Chance draufrollen, dass wir Frozen Orb doppelt casten. Denn dies ist straight up immer ein direkter Damage Multiplier. Der Schmuck hingegen ist ganz einfach, denn wir fangen an mit dem Fractured Winterglas. Das ist allerdings das wichtigste Unique und sorgt dafür, dass dieses Bild auch erst wirklich funktioniert. Klar, man kann es auch vorher schon spielen, aber durch das Fractured Winterglas werden zusätzliche Frozen Orb und auch Conjuration Skills ausgelöst. Als Ringe nutzen wir wie in fast allen Mage-Builds den Tarrasha Ring. Zusätzlich das Über-Unique Starless Skies. Alternativ 4 könnt ihr einfach den Aspekt Concentrated nutzen. Der sorgt dafür, dass ihr 25% mehr Schaden verursacht, solange ihr eine Barriere habt. Voraussetzung der Barriere ist aufgrund von Ice Armor überhaupt kein Problem. In den Enchantment Slots nutzen wir Frozen Orb, um weitere Frozen Orbs zu spawnen, und die Frost Nova, um einfach alles einzufrieren. Das dritte Enchantment, was ihr nutzen könnt, erhaltet ihr, wenn ihr jetzt den Abonnier-Button drückt. Denn das gewährt euch 2 Videos pro Woche und damit seid ihr immer auf dem laufenden Stand. Zudem helft ihr mir, mein Ziel von 1000 Abonnenten noch bis Ende des Sommers zu erreichen. Kommen wir aber nun zu den Skills. In den Basic Skills ist es vollkommen egal, was für Skill wir benötigen, einfach plus 2 Punkte, um zu den Core Skills zu gelangen. Bei den Core Skills skillen wir natürlich den Frozen Orb. Wichtig ist, dass wir auch die Destruction Frozen Orb skillen, denn dadurch erhalten wir Mana wieder, immer wenn wir einen gefrorenen Gegner treffen. Bei den Defensiv Skills holen wir uns die üblichen Verdächtigen wie Teleport und auch Ice Armor. Hier kommen wir mal kurz zu einem Unterschied, denn wenn wir ohne die Harlequin spielen, müssen wir auch zusätzlich einen Punkt im Flammenschild und auch einen Punkt in die Frost Nova setzen. Solltet ihr die Harlequins Krone besitzen, könnt ihr die 2 Punkte sparen und den einen Punkt dafür in Glaskanone stecken und den anderen Punkt setzt ihr in Precision Magic. Dadurch erhöht ihr nochmal eure Lucky Hit Chance um weitere 5%. Bei den Conjuration Skills nutzen wir einfach alle.
denn diese werden schließlich durch das Fractured Winterglas automatisch ausgelöst. Das heißt, wir benutzen die Hydra und auch die Summoned Hydra, denn die sorgt dafür, dass wir Gegner in Brand setzen. Und Brand ist wichtig, weil dadurch können wir auch die Brandpassiven aktivieren, zum Beispiel die Whirling Blaze. Dadurch verursachen wir 21% erhöhten Crit-Schaden, wenn der Gegner brennt, beziehungsweise wenn der Gegner eingefroren oder verlangsamt oder dergleichen ist, erhöht sich dieser Bonus sogar auf 30%. Zusätzlich nutzen wir die Ice Blades, um vor allem Bosse dauerhaft verwundbar zu halten. Wichtig hierbei ist, dass wir nicht die Summoned Ice Blades nutzen, weil wir wollen den Cooldown von unseren Ice Blades selber reduzieren und holen uns somit die Invoked Ice Blades, die uns einen erhöhten Attack Speed für unsere Ice Blades gibt. Als letztes holen wir uns das Lightning Spear. Dieser wird durch das Effekte Winterglas ebenfalls automatisch gecastet. Dieses sorgt hauptsächlich dafür, dass Gegner gestunt werden. Aber es sorgt auch dafür, dass zusätzliche Frozen Orbs spawnen. Ebenfalls durch den Effekt von Fractured Winterglas. Und zu guter Letzt holen wir uns natürlich auch noch als Key-Passive Shatter. Denn die sorgt dafür, dass wir zusätzlichen Schaden verursachen, sobald Gegner nicht mehr eingefroren sind. Denn diese explodieren für 30% des gesamterhaltenen Schadens, den sie erhalten haben, während sie eingefroren waren. Dies sorgt für einen extrem guten AOE-Clear-Speed. Das Paragon-Board reiße ich wie üblich nur ganz kurz an, das könnt ihr einfach nachskillen. Übrigens, den Bildplaner findet ihr auch unten in der Videobeschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar. Im Paragon erhöhen wir hauptsächlich unseren Damage oder Schaden gegen gefrorene Gegner bzw. gegen Gegner, die unter Kontrollverlusten stehen. Zum Beispiel mit der Glyphe Controlled, aber auch mit der legendären Passive Icefall. Denn die sorgt dafür, dass unsere Frostfähigkeiten, also vor allem Frozen Orb, 15% mehr Schaden gegen verwundete Gegner verursacht, beziehungsweise sogar 30%, wenn die Gegner eingefroren sind. Zusätzlich holen wir uns auch Enchanted Master, denn dadurch sind unsere Enchantments nochmal um 20% stärker. Natürlich haben wir auch Klassiker dabei, sowas wie Exploit, also Ausbeuten, um noch mehr Schaden gegen verwundete Gegner zu verursachen. Als weitere Passive holen wir uns Frigid Fate, denn die sorgt dafür, dass wir zusätzlichen Schaden gegen verwundete Gegner verursachen, basierend auf unseren Kälteschaden, allerdings nur 10% von unserem Kälteschaden und das Ganze ist auch gecapped auf 30%. Unseren Kälteschaden erhöhen wir allerdings ganz einfach durch die Härtung auf unsere Handschuhe, Waffe und auch Offhand. Und auf dem Fractured Winterglas ist auch Non-Physical Damage drauf. Auch das zählt als Kälteschaden. Für mich ist das Frozen Orb Bild, wenn auch gleich nicht das statistisch gesehen stärkste Mage Bild, das absolut beste Mage Bild in der Season 4. Der hohe AOE Clear Speed und vor allen Dingen auch der spaßige Spielstil macht es für mich zu einem wahren Genuss. Zudem ist er auch einer der schnellsten Speedfarmer überhaupt. Wenn ihr auch in Zukunft weitere Meta-Builds erfahren wollt, denkt bitte daran, meinen Kanal zu abonnieren. Ich bin Nietzsche und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. And don't forget, we are the Shadow.